Wir sind Trainer draußen und wir versuchen, unsere Mannschaft nach vorne zu peitschen und sehen es vielleicht in diesen 90 Minuten vielleicht auch nicht immer ganz objektiv. Ja, und ich sage mal, die Schiedsrichter und die beiden Mannschaften, wir sitzen alle in einem Boot und jeder von den Mannschaften und von den Schiedsrichtern ist mit Sicherheit bemüht, ihr Bestes abzurufen. Und das haben heute auch die drei Linienrichter und Schiris absolut versucht. Und dann liegt man vielleicht mal verkehrt. Und deswegen möchte ich nicht ansatzweise das Schiri-Gespann kritisieren, weil ich denke, sie haben trotzdem in ein schwieriges Spiel ja, eine gute Leistung abgeliefert. Danke. Also, ich finde, du hast vollkommen recht, ja, ich sehe das ähnlich und Leute, eins noch, ja, ich habe heute gewonnen, das ist klar, da ist, man sieht das alles ein bisschen positiver, aber eins noch, auch die Zuschauer fasst sich auf die eigene Nase, in der ersten Halbzeit war ich nicht ganz so zufrieden, in der zweiten Halbzeit ihr nicht, das kommt dazu, aber es macht kein Spieler was Böses auf dem Platz. Ich finde, das war ein umkämpftes Spiel, ein hartes Spiel. Aber was mir absolut gegen den Strich geht, ist, wenn Spieler verletzt draußen liegen, dann die beschimpfen und als Schauspieler darstellen. Leute, fasst euch da an die eigene Nase. Ihr Spieler und ihr Trainer müssen fair bleiben und sportlich bleiben. Und das nutzt jetzt nichts, wenn wir uns hinstellen und auf den Schiedsrichter schimpfen oder auf den Spieler schimpfen und vor allem am Trainer schimpfen, sondern auch Zuschauer. Wenn man eine zahlt, bleibt man fair, geht man heim. Ich finde, es war ein hochklassiger Spiel, ein intensiver Spiel. Und heute hat vielleicht derjenige gewonnen, der ein bisschen mehr Glück gehabt hat, aber das war nicht Schiedsrichter, der das Spiel entschieden hat. Danke. Hey, das geht nicht. 2-0. Ja, weitere Fragen? Nein? Nein? Dann. Nein. Jetzt bleiben wir entspannt. Ihr trinkt Wein und Bier. Ich wünsche den Weidner Jungs, dem Gästetrainer, alles Gute. Wir sehen uns in Weiden und alles Gute. Dankeschön.